Dies ist Georg Stefan Troller. Er ist Journalist, er ist Schriftsteller, er ist ein Paris- und Frankreich-Experte. Er ist eine Legende. Er ist Gast der Deutsch-Französischen Gesellschaft Duisburg und er ist amüsiert. Denn wenn er seine TV-Reportagen über Coco Chanel oder Orson Welles machte, dann hatte er ein Filmteam von mindestens 3 Akteuren um sich. Wir dagegen hatten nur eine Minikamera auf einem wackeligen Stativ. Und darüber musste der Meister schmunzeln. Ob das Interview vor der Minicam der DFG Duisburg überhaupt etwas geworden ist? Dies erfahren Sie am Ende dieses Beitrages. Denn zuvor wollen wir eine Freundschaft feiern. Eine Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich, die es gibt, seitdem sich diese Herren geküsst haben und diesen wegweisenden Vertrag verfasst haben. Seitdem sind sie gute Freunde. Und sie auch. Und sie. Und sie erst recht. Sie aber auch. Und sie. Sie auch. Und sie natürlich. Und wir feiern diese wunderbare Freundschaft. Einmal im Jahr, immer um den 22. Januar herum, mit einem Dîner amical, mit Lesungen und viel Musik. Was ist die französische Woche? Die Deutsch-Französische Gesellschaft Duisburg veranstaltet die französische Woche in Angedenken an die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages im Jahr 1963. Da haben Konrad Adenauer und Charles de Gaulle die deutsch-französische Freundschaft besiegelt. Und das ist eigentlich auch der Augenblick, von dem die Arbeit der deutsch-französischen Gesellschaften hauptsächlich ausgeht. Jacques Chirac und Gerhard Schröder haben auch im Andenken an diese Unterzeichnung an diesem Tag den deutsch-französischen Tag eingerichtet. Und das ist eigentlich der Anlass für die deutsch-französische Woche, die wir hier in Duisburg haben. Und es ist natürlich ganz wichtig, auch diese Freundschaft, die seit Jahrzehnten besteht, nochmal mit neuer Liebe zu erfüllen oder mit neuen Impulsen. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, immer gemeinsame Veranstaltungen, attraktive Veranstaltungen anzubieten, die man dann, mit denen man dann nochmal für diese deutsch-französische Freundschaft wirbt. Und dann Troller, Georg Stefan Troller.
Emigrant, Fernsehfilmer, Drehbuchschreiber und erfolgreicher Buchautor. Geboren 1921 in Wien, nach der Kristallnacht 38 von dort emigriert, lebt seit 1949 in Paris. Seine Lesung, sein charmanter, kluger, mit hintersinniger Ironie und viel Menschenkenntnis versehener Auftritt vor dem Duisburger Publikum ist der Höhepunkt der französischen Woche 2011. Auf dem Programm steht, dass Troller aus seinem jüngsten Werk Paris geheim lesen werde. Doch er macht viel mehr. Er zitiert aus vielen seiner Bücher, er parliert und sinniert, dass es eine Freude ist. Für das deutsche Fernsehen hat Troller das legendär gewordene Pariser Journal produziert, danach ein Vierteljahrhundert lang filmische Personenbeschreibungen verfasst. Er ist für seine Filme auf sämtlichen Kontinenten dieser Erde gewesen, wobei für Troller Paris vermutlich ein eigener Kontinent ist, schwer zu fassen, vielschichtig, eine Stadt, die herausfordert, sich ständig ändert, immer in Bewegung, immer in Fluss und die nie langweilig ist, nicht einmal an einem Sonntagnachmittag. Georg Stefan Troller zeigt uns ein Paris jenseits der Touristenattraktionen, nimmt uns mit zu den verborgenen Ecken, zu den Geheimnissen dieser Stadt und er erzählt von berühmten Orten und ihren unbekannten Innenleben. Monsieur Troller, vous avez la parole. 15 Jahren begann man dann den Osten zu entdecken, heute den Norden. Aber nicht nur um Einkommen und Geld geht es den Parisern, obwohl man das manchmal mutmaßen könnte und sie dir auch gern diese Vorstellung vermitteln, sondern, nun ja, ihre Umwelt soll ihnen die Möglichkeit des Sich-Auslebens geben oder zumindest symbolisieren, ihre Lust und Fähigkeit zu genießen, sich gehen zu lassen, Gefahren nicht auszuweichen, sich im Irdischen zurechtzufinden, ja das Irdische in seiner Vielfalt bereits als das Leben zu empfinden, ohne viel im Jenseitigen nach höheren Zwecken zu fahren. Und dazu gehört auch das anarchische, aufsässige, ausschweifende, verruchte der Leute. Paris als eine Art Intensiviermaschine, als die Chance, möglichst viel Erlebbares in möglichst kurze Zeiträume zu verpacken. Und Georg Stefan Troller gab der Deutsch-Französischen Gesellschaft Duisburg ein Interview, nachdem er sich schelmisch verwundert zeigte um das mickrige Equipment, mit dem die nachkommende Journalistengeneration heutzutage offenbar glaubt, Interviews machen zu können. Herr Troller, was erzählen Sie uns in Paris geheim? Das, was ich schon immer machen wollte. Mein Paris, das Paris, das mich persönlich anspricht. Ob das nun alte Stadtmauern sind, Gemäuer, Kanäle, Sackgässchen oder ob es die modernsten Nachtlokale also die Pariser Geheimadressen sind, die man so nicht weitergibt. Das ist das, was mich interessiert. Das spezifisch Pariserische, das mich persönlich anspricht. Und das ist natürlich ein Reiseführer, in dem der Louvre, die Tuilerien und Triumphbogen nicht vorkommen. Das Buch ist überraschend erotisch. Warum kehren Sie diesen Aspekt, sagen wir einmal, so stark hervor? Das ist ja ein etwas spezifisch Pariserisches. Das Ausloten, das Ausprobieren, Ausleben, hier und jetzt, ohne Bezug auf die Zukunft oder auf ein Jenseits, ist das eigentlich Pariserische seit dem 19. Jahrhundert, sagen wir mal. Paris als Lebensvorschlag, als Lebensmöglichkeit, als Bühne, auf der man sich ausleben kann. Sie leben seit über 60 Jahren in Paris. Warum? Was ist der Atout, die Anziehungskraft dieser Stadt für Sie? Ich glaube letztlich, dass man sich dort nicht langweilt.
Das wäre meine anschließende Frage gewesen. Hatten Sie nicht einmal die Sehnsucht nach einem Ortswechsel? Dass Sie sich vielleicht doch gelangweilt haben? Ja, ich habe mir öfter überlegt, ob ich da und dort, also ob ich nach Wien zurückkehren soll, wie mein Vater, oder wie so viele meiner Bekannten heutzutage, nach Berlin. Ich weiß es nicht. Ich habe ja meine Kinder da, meine Familie da, viele meiner Freunde da und die vertrauten Orte, die zu einem sprechen. Und das braucht man. Apropos vertraute Orte, wenn Sie außerhalb von Paris und Frankreich sind, meinetwegen auf der anderen Seite dieser Erdkugel, und Sie denken an Paris, was ist dann spontan für Sie der Sehnsuchtsort in Paris? Die Metro, die irgendwie bestimmt riecht, oder ein bestimmter Hügel oder Restaurant, was ist ein Sehnsuchtsort? Ja, ich glaube doch, wie immer, das, wo man seine Jugendzeit verbracht hat, rund um die Sorbonne, das Studentenviertel, das Bohème-Viertel, das Viertel, in dem immer schon die Autoren und die Dichter gelebt haben und auch und geschrieben haben und publiziert worden sind. Da gehe ich gern zurück. Auch wenn das jetzt kein klassischer Reiseführer ist, die letzte Frage, die ich an Sie richte, ist doch die an einen Paris-Kundigen, der mal einem deutschen Ehepaar einen Reisetipp geben möge. Was würden Sie dem Familie Schmitz raten, die ein längeres Wochenende nach Paris fährt? Welche Orte sollen die besuchen, um ein wenig die Seele, das wahre Paris, das echte Paris kennenzulernen? Nicht nur kulturell, meinetwegen auch kulinarisch. Naja, es gibt einen Ort, wo die verschiedenen Pariser Eigenheiten zusammenkommen, und das ist der kleine Triumphbogen, wo die Rue Saint-Denis auf die großen Boulevards stößt. Dort haben sie ein wunderbares Restaurant im Jugendstil, Chez Julien. Dort haben sie das letzte autorisierte Nuttenviertel von Paris. Dort haben sie eine der geheimsten Passagen von Paris, die es noch gibt, wenn sie jetzt nicht gesperrt ist, aber ich hoffe, sie ist noch immer offen. Dort haben sie einen Bau, der von oben bis unten ein einziges verruchtes, ausschweifendes, aber gemütliches Zweierlokal oder Zweierhaus ist. Und dort haben sie, wenn Sie genau hingucken, ein Stück der alten Befestigungen von Paris. Und das alles in einem Umkreis von circa 200 Metern. Fantastisch. Dankeschön. Bitte.